Ja, herzlich willkommen an diesem sonnendurchfluteten 17. August 2020. Hier ist euer alter Mann, mein bürgerlicher Name ist Werner Michael Heuss und ich begrüße euch herzlich zur 18. Etappe meiner ersten virtuellen Schnitzeljagd. Und ja, natürlich in der neuen Woche. Ich hoffe, ihr seid heute Morgen alle gut gelaunt in die neue Woche reingestartet. Unsere Yachtgesellschaft, da kann ich nur sagen, Chapeau. Die überwiegenden Teilnehmer haben die Rätsel der 17. Etappe gelöst. Unser Weg führte uns nach Malente und dort zum Uwe Seeler Fußballpark. Und von dort aus ging es zum Benediktinerkloster in Ziesmar. Und das Weiße Haus in Ziesmar hat auch den Namen Haus der Bücher. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt das gut gelöst und entsprechend war auch die Stimmung insgesamt, denn von Ziesmar aus ging es frohen Mutes weiter an der Ostseeküste entlang in nördlicher Richtung. Wenn immer uns danach war, hüpften wir in die Ostsee und genossen das herrlich warme Wasser. Ich war erstaunt, aber da die Gelegenheit erstmal günstig war und viele noch nie eine Insel besucht hatten, machten wir uns auf den Weg, da eine ganz in der Nähe lag. Ja, und da diese Aufgabe recht sehr einfach ist, nämlich die Frage 1 lautet, wie heißt diese Insel? Sind die anderen beiden Fragen dann schon ein bisschen, ja, wir wollen ja auch ein bisschen rätseln und jagen. Auf welches Wort führt der Name der gesuchten Insel zurück? Und Frage 3, was bedeutet das gesuchte Wort? Herr und Frau Gul lassen grüßen. Richtige Suchwörter eingeben und schon seid ihr der Lösung ganz nah. Und angeregt durch das besondere Flair und die Sonne wurden alle Teilnehmer immer lockerer. Bei 75% aller Teilnehmer stellte sich heraus, dass der zweite Vorname nicht Gerd oder Caroline, sondern Spontanität lautet. Und so beschlossen wir einstimmig einen Kurztrip rüber nach Dänemark zu machen. Und auch dazu habe ich zwei Fragen. Die Frage 4 lautet: Wie heißt die Fährgesellschaft, die Deutschland und Dänemark verbindet? Und die Frage 5 lautet: Wie heißt der nächstgelegene Hafen in Dänemark? Wir hätten natürlich auch mit dem Auto fahren können, aber das ist ja unspektakulär. Da ist es doch viel, ne? Schicker, lustiger, erlebnisreicher mit einem Bötchen. Ja, und nun sind wir unterwegs. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Rätsellösen. Heute ist es kurz und ich behaupte mal schmerzlos. Ich wünsche euch eine zwar sonnendurchflutete, aber mit aushaltbaren Temperaturen versehene gute Woche
mit viel Freude, viel Sonne vor allen Dingen in den Herzen. Und wie immer sind meine Daumen gedrückt. Bleibt im realen Leben von Faktor C verschont und im Netz No Future for the Five Stars Sunshine Clan again. Toi, 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 habt euch wohl. Ich sag ganz fröhlich, bis dann, euer alter Mann. Ciao, ciao, ihr Lieben. Ciao, macht's gut.